This is the moment that you've all been eagerly waiting for. The announcement of the winners of the prestigious IIHF Awards 2021. And this year, I'm proud to say that we have attracted over 250 excellent entries from 38 countries. Ja, herzlichen Glückwunsch, Beate Boronczyk, zu dem Gewinn des Preises. Sie haben den Social Responsibility Award gewonnen von der International Hospital Federation. Großartig. Erzählen Sie einfach mal, worum geht es bei diesem Projekt, das nun ausgezeichnet wurde? Ja, erstmal, ich freue mich, hier zu sein. Hallo, in Barcelona ist die ganze Welt da und wir sind dabei. Und worum geht es? Es geht darum, dass man Patienten in Bewegung bringt, dass man das Wissen, was man hat, auch nach draußen transportiert und Organisationen miteinander vernetzt und das Wissen auch weitergibt. Ja. Erzählen Sie mal, wie ging dieses Projekt los? Was haben Sie genau initiiert in der Klinik und dann außerhalb der Klinik? Genau, die Idee war oder die Beobachtung war, dass die Patienten eine andere Art Betreuung und Fürsorge brauchen. Und sozusagen die Idee war, dass wir gesehen haben, Patienten bewegen sich zu wenig. Und wir haben angefangen, mit bestimmten Räumen zu arbeiten, mit Plakaten draußen, die dann nach, also auf den Stationen, den Plakaten, die auch in die Pflegeheime getragen worden sind und aber auch nach draußen transportiert worden sind, sodass auch die Kinder, aber auch alte Menschen sich bewegen können und gesünder werden können. Sie sind Demenzbeauftragte der Asklepios-Harz-Kliniken, spezialisiert sozusagen auf ältere Menschen, auf Demenzkranke und auch Advanced Nurse, also ausgebildete, spezialisierte Krankenschwester mit einem Studium. Haben Sie damit gerechnet, dass dieses Projekt der Asklepios-Harz-Klinik, was Sie hier ins Leben gerufen haben, auf den Weg gebracht haben mit vielen anderen, jetzt einen internationalen Preis gewinnt? Nee, das war für uns eine riesengroße Überraschung. Deswegen sind wir immer noch so geflasht und freuen uns riesig. 250 sozusagen Projekte wurden angereicht und unser ist sozusagen der Gewinner oder hat sozusagen gerade den Preis auch gewonnen. Und das war gar nicht so mitzurechnen. Oder haben wir gar nicht. Wir haben schon 250 Bewerbungen gehabt aus 38 Ländern. Richtig, richtig. Australien war dabei. Kanada, USA, richtig. Aus Deutschland waren, glaube ich, insgesamt mehrere da dabei. Zwei andere Kliniken haben auch noch gewonnen. Was werden Sie jetzt mitnehmen von diesem Kongress nach Hamburg nicht? Auch, aber auch nach Russland. Genau, also ganz, ganz viel Neues gelernt, sozusagen wie private Arbeitgeber und sozusagen Arbeitgeber, die sozusagen in der öffentlichen Hand sind, miteinander arbeiten können oder sozusagen kooperieren können. Das ist einfach fantastisch, sozusagen wie man auf das gleiche Problem gucken kann und sozusagen welche Lösungen man finden kann. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Auch. Ja. So Thema Gender, Frauen in der Führung, auch Pflegefachkräftemangel, wie man geht damit um, ist sehr, also sehr wichtig. Und da kann man viel lernen von den internationalen Playern. Das ist jetzt im Grunde schon fast der dritte Preis für dieses Projekt. Es ging los mit einem Förderpreis des Niedersächsischen Gesundheitsministeriums. Dann gab es den Preis Junge Pflege. Und im Sommer ist dieses Projekt ausgezeichnet worden mit dem Asklepios Award, nun also der internationale Preis. Viele Preise für das Projekt. Was sind die nächsten Steps sozusagen auch für die Region? Was haben Sie schon umgesetzt? Die Preise sind nicht für das eine Projekt, sondern die Idee hat sich weiterentwickelt, von klein auf angefangen und sozusagen immer größer geworden. Wir wollen dass an der Idee mehr Pflegeheime oder vielleicht auch Krankenhäuser partizipieren können. Wir wollen das in die Welt tragen, deswegen sind wir auch hier und stellen das Projekt auch vor. Und jetzt mal gucken, was kommt, wie die Resonanz ist. Aber freuen uns sehr, dass wir auch international gesehen worden sind und die Mühe, die wir uns gemacht haben und die Ideen anerkannt worden sind. Ja. Genau, es geht darum, also Patienten stabiler zu machen, dass sie wieder fitter werden nach ihren Krankheiten, wieder auf die Beine zu bringen. Und das sozusagen, diese Idee, das Projekt in die Region, in Goslar, in der Umgebung rauszutragen. Genau. Es geht darum, dass die Menschen und Patienten auch Verantwortung für sich selber übernehmen. Ja. Man sagt, da ist zum Beispiel am Samstag oder Freitagnachmittag kein Physiotherapeut da, aber ich habe die Anregungen, ich kann die sozusagen Bewegungen durchführen und kann sozusagen für mich was Gutes tun. Das Projekt fing an mit einer kleinen Idee, mit
sogenannten Demenzraum auf der kardiologischen Station und hat sich ab seit 2019 weiter und weiter entwickelt. Ne? Sozusagen hier haben wir den kleinen Raum, dann sozusagen sind wir in die Pflegeheime reingegangen, sozusagen haben unsere Idee verbreitet, dann sind wir sozusagen auf dem Weg ums Klinikum herum und jetzt sind die Schulen und Kindergärten dabei, dass die Idee immer wieder größer und effektiver wird. Also ein Projekt, was in der Klinik, in der Asklepios Herzklinik Goslar begann und sich dann weiterentwickelt hat in die Region. Genau. Goslar. Genau so. Großartig, herzlichen Dank.